Was ist das Besondere an dem Hesse-Liederzyklus? Das Besondere ist, dass es eigentlich ursprünglich gar nicht als Zyklus geplant war, sondern dass es eigentlich zufällig ein Zyklus daraus entstanden ist. Aus ursprünglich einzeln konzipierten Hesse-Lieder hat sich so wie ein innerer Spannungsbogen ergeben. Und ich habe den zusätzlichen Gedichttext noch ausgewählt, wo das ergänzt haben, wo gewisse Lücken noch gefüllt haben in der inneren Dramaturgie. Und das Spezielle ist sehr der schwärmerische Tonfall und die Textausdeutung, würde ich jetzt mal sagen, wo mich zu diesen Klängen inspiriert hat. Was fällt Ihnen gerade ein zum Stück Nebel? Ein bisschen unbequeme Tonart mit einer ganzen Zatte von B-Vorzeichen in Asmol. Ich habe einfach das Gefühl, es braucht eine Tonart mit sehr dunklen Klangfarben, wo eben sehr vernebelt wirkt und wo die Tiefe und die Schwere hat vom Text. Herr Jerolitsch, wie ist das zum Singen? Im Nebel ist, wie schon der Jürg gesagt hat, ein sehr trostloses Lied und es ist wie ein Trauermarsch. Es ist langsam. Es ist wichtig, dass man diese Trostlosigkeit in den Ton bekommt. Es ist relativ tief und dann auch ein bisschen vom Rhythmus her ein bisschen verschoben, dann der zweite Teil. Und also es ist diese Trostlosigkeit drinnen und das ist durch die Begleitung. Es ist immer so sehr monoton, immer wie ein Trauermarsch. Freunden war mir die Welt als Mutter.